Jo Leute, was geht? Ich bin's Dennis. Die Aufnahmen, die ihr jetzt sehen werdet, ist von Nico. Also nicht wundern, falls ihr auch gleich irgendwelche Nachrichten sehen solltet. Es geht ja darum, das, was ihr hört. Was davor passiert ist, ich habe einfach über meinen Kanal geredet, dann ging es Richtung TSW und dann habe ich bei TSW auch meine große Fresse gehört, was ich schon seit Jahren nicht verwendet habe. Ja, ich danke mich nochmal an Nico, ne? Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Diese Aussage geht an die DTG-Mitarbeiter, TSG oder wer auch immer für die deutschsprachige Content verfügbar ist oder zuständig ist, sagen wir das mal so. Das ist nicht nur mir so. Es gibt zahlreiche Leute, die das sagen. Ich kann es nicht beweisen, aber ich kann es auf jeden Fall so behaupten. Wir brauchen ein Triebfahrzeug, ein Elektrotriebfahrzeug, was aber uns nie langweilig wird, wenn wir auch nach einem Monat fahren. Ich weiß jetzt schon, 2018 wird höchstens nach einem Monat oder sagen wir mal 2 Monaten langweilig. Kann ich jetzt schon sagen. Es ist ja nur eine Lok. Wir kriegen nur Endwagen und Dosto. Wobei Dosto wird ja, glaube ich, nur als Testweise da sein. Aber die Endwagen haben wir ja schon. Das einzige Unterschied ist ja nur, dass der, ne, dass man bei Steuerwagen dieses Dieselhebeler, dieses Ding da, was Lenkrad aussieht, egal. Auf jeden Fall, ne, ihr wisst schon, was ich meine. So. Hab den Namen jetzt nicht im Kopf, weil ich gerade zu viel rede. Wir brauchen ein Fahrzeug, was uns nie langweilig wird. Am besten ein Elektrotriebwagen. Ich weiß nicht, wann der letzte Elektrotriebwagen war. Wenn ich an den letzten deutschsprachigen Elektrotriebwagen denke, ist der Flirt. Deutschsprachig habe ich jetzt gesagt, ist zwar Schweiz, aber Schweiz redet man Deutsch. Klar, Schweizerdeutsch gibt es auch, aber egal. Man spricht Deutsch, ne? Es wäre mir ein Flirt. Und jetzt wegen TSW4-Upgrade Talent 2 auf Dresden-Riesa. Was kam als nächstes als deutsche Strecke? Maintalbahn. Wenn ich jetzt nicht falsch liege. Hoffen wir mal. Ne? 425 von Bremen. Okay, danke. Mir wurde jetzt gerade gesagt, 425 von Bremen ist die letzte Triebwagen. Aber 425 haben wir ja schon gehabt. Von Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Zum Beispiel, ihr könnt ja sowas wie 422 neu design machen, VRR. Ich weiß, VRR wird wahrscheinlich der größte Dreck sein mit den Lizenzen, vielleicht aber auch nicht. Kann man ja nicht wissen. Ihr wisst das am besten. Aber wir brauchen ein Triebfahrzeug, was uns nie langweilig wird. Sowas wie die Zero HC. Wo ihr damals diese Liste geschickt habt, wo jeder was wünscht, also wo die Wünsche und so waren, ne? Da hat man gesehen, dass die Zero HC steht. Oder 1440. Und, was auch noch wichtig ist, wir brauchen eine Strecke, was nicht alt spielt. Bitte. Wir haben zu viele Strecken, was nicht zu viele, wir haben schon ein bisschen etwas genügende Strecken, was so in alten Zeitraum spielt. Linke Rheinstrecke und Niddertalbahn, das reicht schon. Wir brauchen eine modernere Strecke, wie Maintalbahn. Sowas wie, was eben dieses Jahr zum Beispiel spielen könnte. 2024 oder Fahrplanjahr, meinetwegen, 23, 24. Wie ihr es wollt, oder vor 2 Jahren, 3 Jahren. Wir brauchen auf jeden Fall eine modernere Variante von einer Strecke. Ne? Es wäre super nett, wenn wirklich jemand da was machen könnte. Ich habe es auch an meinem YouTube-Kanal gesagt. Ich weiß nicht, ob das euch juckt. Ich weiß wahrscheinlich gar nicht. Ich weiß. Ihr habt ja genug Leute da, mit, die euch supporten. Aber auf jeden Fall, ich wäre dann der Letzte, der euch supporten wird, wenn innerhalb von einem Jahr nicht, wenn mindestens nicht 2 moderne Strecken oder Baureihen angekündigt wird. Ich mein's ernst. Da habt ihr schon mal einen TSW-Spieler weniger. Ich weiß, juckt mich wahrscheinlich gar nicht. Mich juckt es aber. So einfach ist es. Und wir wollen auch vielleicht ein anderes ICE-Modell, ne? Wir wollen ein ICE haben. Schön, Steuerwagen, ne? Gibt's auch, geben wir auch. Aber wird nach 2, 3, ich gebe sogar 4 Monaten Zeit, wird langweilig. Glaubt mir. Wie gesagt, es wäre schön, wenn sie eine Baureihe bauen, was niemanden langweilig wird nach einem Jahr. Wenn es nach einem Jahr langweilig wird, okay. Verständlich. Weil man naja nichts mehr geführt hat. Ne? Bei Redis kommt ja eh was anderes dann raus. Aber bitte. Verdammt nochmal. Hört wenigstens auf kleinere YouTuber wie mich. Auf mich. Hört mich. Ich bin der einzige gefühlt, der hier seine Meinung erzählt. Ich weiß jetzt, ich brauche wirklich eine Baureihe, was modern ist. Ich habe genug von Altzeug. Wir können ja mal gemeinsam hier gucken. Weil ich glaube, der liebe Nico nimmt das ja Ganze auf. Hier. Dampflok. Also, bitte.
Ist zwar schön für die Dampflok-Inhaber, aber für mich ist es gar nichts. Das ist alles geschert. Also die beiden sind jetzt so oder so dabei, wenn ihr TSV4 holt. Halt, Deluxe-Edition. So, was haben wir denn hier von Altbau-Varianten? Von, also halt Baureihen, ne? 110. Ist zwar schön und gut. Beim einmal hat es. Einmal war es wirklich gut. Also Bremen-Oldenburg wirklich die einzige, die wo es auch mal gut ist, ne? Also ja. Dann kommt 6,28. Schade, dass es kein Punkt 4 ist. Da hätten wir wenigstens eine Doppeltür gehabt an der mittleren. Was ist an der mittleren Bereich? Ja, Niddertalbahn, optisch gesehen das schön. War wirklich okay. Aber dann. 103. Habe ich wirklich nichts dagegen. Ich meine es wirklich ernst. Ich habe wirklich nichts dagegen gegen 103. Aber es hätte gereicht, wenn ihr als normaler Lok-DLC gekommen wäre. Ich meine es ernst. Und linke Rheinstrecke hätte ich dann wirklich modernere gemacht. Wo auch Richter Dostos fährt meinetwegen oder. Hier, sagt schon. Triebwagen, ne? 111 ist geil, hab ich kein Problem damit. Ja, okay, jetzt wird. Was ich auch noch erwähnen kann zum Schluss, weil der liebe Nico konnte jetzt nur 10 Minuten aufnehmen, plus minus jetzt noch geschnitten. Was ich auch noch unbedingt will, ist sowas wie andere Länder, ne? Belgien, Niederlande, sowas. Da gibt es auch geile Strecken oder grenzüberschreitende Strecken, weil das jetzt nicht aber nur Österreich, Deutschland, das haben wir schon zweimal. Auch nicht Schweizdeutsch oder so. Ich brauche sowas wirklich wie Deutsch, Niederländisch, Deutsch, Belgisch, sowas. Und Belgisch, ja, Belgisch, egal. Ja. Sowas wie auch bei Triebfahrzeugen, ne? Wäre halt geil, wenn es so gute geben würde. Und ja, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Falls ihr dagegen seid, falls ihr ein Kontraargument habt, schreibt es rein, diskutiert einfach. Bis dahin, haut rein, euer Dennis. Ciao.